6 Uhr morgens in Dortmund-Nordmarkt. Altenpflegerin Nilgün Bargiergan ist auf dem Weg zu ihrer ersten Patientin, einer alten Dame aus dem Kosovo. Also Nordmarkt ist eine Gegend, wo halt viele ausländische Mitbürger leben. Und viele Menschen, die in Nordmarkt leben, auch jetzt bei uns, die betroffen und krank und hilfebedürftig sind, sind viele arme Menschen dabei. Pflegebedürftige Senioren mit Migrationshintergrund. So könnte man die Zielgruppe ihrer Arbeit beschreiben. Khadija Dibrani ist Diabetikerin und leidet seit Tagen an heftiger Übelkeit. Na, happy Weihnachten. Ja. Wie geht's? Haben Sie Schmerzen, Übelkeit? Meine Kopf so unter, gehen, Kopf. Ich mach ihn so. Hat sie heute einmal erbrochen, ja? Ja. Ich ruf mal gleich den Doktor an, ja? Ich sag ihm, dass es ihm schlecht geht, dann wird er was machen, ja? Ja, danke, okay. Dankeschön. Okay. Dankeschön, alles so schlimm. Ich bin so froh, dass ich jemanden habe, der kommt und sich um mich kümmert. Es geht mir im Moment nicht gut. Die Pflegerinnen sind immer pünktlich und vergessen mich nie. Bei uns zu Hause hätte es so etwas nie gegeben. Ich bin wirklich sehr dankbar für die Hilfe, die ich hier bekomme. Die 68-jährige Patientin ist während des Krieges aus Jugoslawien geflohen. Seitdem lebt sie mit ihrer Familie in Dortmund. Zurück will sie nicht mehr. Ich würde mich jetzt von Ihnen verabschieden. Ja, und dann werde ich nachher den Doktor anrufen. Ja, danke. Okay? Gut. Und alles Gute erstmal. Dankeschön. Ja. Dankeschön. Bargiergan arbeitet seit 20 Jahren in der Pflege. Anfangs aus Überzeugung, heute hat sie Zweifel. Politisch wird unser Beruf nicht wirklich attraktiv gemacht. Ja, man verdient weniger und es sind zu viele Schichtdienstarbeiten. Die Last ist einfach viel zu groß mit den ganzen administrativen Tätigkeiten. Ja, Pflegefachkraftmangel wird dadurch halt irgendwie schlimmer. Momentan fehlen in Deutschland 30.000 Pflegefachkräfte. Salamun alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hetekin kommt wie viele Türken im Ruhrgebiet aus der Hafenstadt Zonguldak. Über 30 Jahre lang hat er in Deutschland unter Tage gearbeitet. Heute lebt der Mann von einer kleinen Rente. Er hat 6 Kinder, aber die besuchen ihn nie. Außer dem Pflegedienst kommt niemand vorbei. Kein schöner Lebensabend für den türkischen Witwer. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ich weiß nicht, wie ich das erklären soll. Meine Familie ist für mich gestorben. Ich weiß gar nicht, wie ich das in Worte fassen soll. Die meisten Gastarbeiter wollten eigentlich im Alter in ihre Heimat zurückkehren. Eigentlich. So habe ich mir das nicht vorgestellt. Ich bin wegen der Arbeit nach Deutschland gekommen, wollte Geld verdienen und dann ein Haus bauen für meine Familie. Ich wollte wieder zurück, aber die Kinder sind hier groß geworden. Und dann ging es nicht mehr. Wäre ich doch bloß gegangen. In Dortmund betreut der Pflegedienst Mosaik über 100 ausländische Senioren. Mit steigender Tendenz. Fast die Hälfte ist von Altersarmut betroffen. Im nächsten Fall ist das nicht anders. Guten Tag, Herr Russo. Als die Pflegerin ihn kennenlernte, war Herr Russo vollkommen verwahrlost. Jetzt geht es besser. Heute so fit. Gut, ne? Geht Ihnen? Wie geht's Ihnen denn? Gut oder schlecht? Oder mittel? Jetzt geht's mir gut. Das freut mich. Der gebürtige Italiener lebt seit 30 Jahren im Pott. Früher hat er als Oberkellner gearbeitet. Heute hat er kaum genug zu essen. Ich habe 500 Euro. Mit 500 Euro muss ich Miete bezahlen. Das ist 215. Bleibt 300 Euro und ich muss kommen, alles.
Das ist ein bisschen nicht so besonders gut, aber trotzdem. So, dann gebe ich mal kurz Ihre Augentropfen. Sie sehen aber gut aus heute. Sie auch. Ach, danke. So. Wir müssen jetzt ganz nach oben gucken, ne? Zack. Super. Die eingeschränkte Mobilität macht ihm zu schaffen. Allein kann er nicht mehr vor die Tür. Jetzt kann ich nicht gut laufen. Das ist das Problem. Ist ein großes Problem. Bin ich abhängig, alles. Aber jedenfalls geht schon. Ich pack das schon. Ne? Pflege und Geld. Immer wieder geht es um die gleichen Stichworte. Bei vielen reicht die Rente einfach nicht für ein angemessenes Leben. Wer ein wirklich bezahlbares Altenheim mit viel Personal und moderner Ausstattung sucht, muss weit reisen. Knapp 1000 Kilometer sind es von der deutschen Hauptstadt bis an den ungarischen Plattensee. Hier liegt direkt am Ufer ein ehemaliges Vier-Sterne-Hotel. Seit einem Jahr ist es nun ein Pflegeheim für deutschsprachige Rentner. Eine Einrichtung, für die das alte Schild immer noch passend erscheint. Laut einer aktuellen Umfrage kann sich jeder vierte Deutsche vorstellen, seinen Lebensabend in einem Heim im Ausland zu verbringen. Und zwar nicht nur wegen der sonnigen Atmosphäre, sondern vor allem wegen der geringeren Kosten. In diesem Pflegeheim in Ungarn bekommen deutsche Rentner die Pflege, die sie nach jahrzehntelanger Arbeit verdienen. In Deutschland könnten sie sich diesen Luxus nicht leisten. Früher haben hier Touristen gefrühstückt. Diese Urlauber bleiben dagegen bis zum Lebensende. 25 Bewohner haben den Umzug gewagt und ihrer Heimat den Rücken gekehrt. In Deutschland habe ich bei Freiburg, also nahe Freiburg gelebt, im Schwarzwald. Rheinfelden am Rhein, genau neben Basel. Gelsenkirchen, mitten aus dem Ruhrgebiet. Jetzt ist hier meine Heimat. Ich bleibe nämlich hier, bis ich eines Tages nach oben gehe. Oder, ach nein, wir machen eine Seebestattung, mein Mann und ich. Das Haus gehört einem belgischen Großkonzern. Weitere Heime sind geplant. Ein Geschäft mit Zukunft. Wir sind nicht billig, wir sind nur ein bisschen billiger wie in Deutschland. Nur wir haben mehr. Der Preis inkludiert jeden Monat zweimal Friseur, zweimal Maniküre, Pediküre. Wir haben Physiotherapeuten, wir haben das Essen ist sehr gut. So, wir sind ein bisschen billiger, ja? Nur wir bieten auch mehr. Im ersten Stock gibt es eine eigene Station für Demenzkranke. Zurzeit sind es 10 Personen, die hier wohnen, ohne wirklich zu ahnen, wo sie sind. So, Frau Kresch, das ist unsere Wohngemeinschaft. Hier haben die Bewohner, die nicht so mobil mehr sind und dement sind, das Frühstück, Mittagessen und Abendessen. Richtig Leben kommt auf, wenn der Terrier Shanai die Therapie übernimmt. Ein ungelernter Hund im Altenheim. Bei uns hätte der haarige Kamerad keine Chance. Es ist mein Hund und ich habe die einmal mitgebracht hier und er ist hier geblieben. Ich habe noch eine Schwester zu Hause. Hier gibt es genauso viele Bewohner wie Mitarbeiter. Ein Personalschlüssel, von dem deutsche Heime weit entfernt sind. Dafür sind sie aber auch nicht so weit entfernt von der Heimat. Wissen denn die Patienten, wo sie sind? Sie weiß nicht alle. Manchmal fragen sie, wo bin ich, bringen sie mir nach Hause. Hier im Nachbar wohne ich. Manchmal, ja, sie wissen nicht. Aber viele weiß, wo sie sind. Elisabeth Wohler ist 81 Jahre alt. Für einen Monat in Ungarn zahlt sie 1.500 Euro. Für die alte Dame viel Geld. Aber immer noch günstiger als daheim. Ich hatte mir das schon lange vorgenommen, dass wenn ich nicht mehr alleine kann, dass ich in ein Seniorenheim gehe. Ne? Aber da habe ich mich da erkundigt, an Schwarzwald und alles, und das konnte ich mir gar nicht leisten. Ich habe 3 Kinder gehabt, ne, war nicht voll berufstätig, immer nur so stundenweise. Und dann nach dem Krieg durch den niedrigen Stundenlohn, ne, da ist nicht viel zusammengekommen. Ne. Am Nachmittag kommt Besuch aus Potsdam. Monika Pinkes gibt ihre Mutter zur Kurzzeitpflege ab. 10 Tage Urlaub
von der Last der Verantwortung. Die alte Dame ist seit Jahren dement. Ich weiß nicht, ob sie weiß, dass ich ihre Tochter bin. Das weiß ich nicht. Aber wenn wir jetzt hierher kommen, dann sagt sie, hier war ich schon mal. Und sie kennt auch das Pflegepersonal. Wie finden Sie das hier? Also ich finde es schön, aber ob ich damit zufrieden bin, weiß ich nicht. Was gefällt Ihnen denn nicht so gut? Naja, mal so, mal so, mal so. Haben Sie gefeiert? Für die Tochter der 91-Jährigen ist die Demenzerkrankung der Mutter ein Abschied in kleinen Schritten. Wie ist es für Sie als Tochter, wenn die eigene Mutter so verschwindet? Ja, das ist schwer. Das ist sehr schwer. Sie hat ja auch nicht die Möglichkeit, oder ich habe nicht die Möglichkeit, sie da zu unterstützen. Dass sie, die Wortfindung ist ja fürchterlich. Also sie kann ja mitunter nicht mal sagen, was sie möchte. Ja. Wenn zum Beispiel, wenn wir mittags Klöße essen, dann möchte sie eben noch eine Glocke. Spielen, basteln, Fernsehen. Die Beschäftigungsmöglichkeiten der deutschen Bewohner und ihrer ungarischen Betreuer sind begrenzt, auch verbal. Wieso fragt er mit? Welche Farbe hat er denn? Welche Farbe hat er? Rot. Verstehen Sie die Patienten? Ja. Einfach Satz und. Das reicht? Hey. Ja. Reicht das für eine Unterhaltung aus? Unterhaltung, ja. Und ich lerne muss zu viel. Und ich habe hier Deutsch gelernt. Die sprachlichen Defizite lassen sich leicht ausgleichen. Durch viel Engagement und wenig Bürokratie. Pflegenotstand ist am Balaton ein deutsches Fremdwort. Ungarisch halt so, wir sind offen, wir lachen viel. Und ich sage, in Österreich, in Deutschland ist es nicht so. Immer alles schnell erledigen und das war's dann. Ungarn als Auffanglager für die Pflegebedürftigen unserer Republik? Ist das der richtige Weg in die Zukunft oder nur ein Tropfen auf dem heißen Stein? Wenn wir 2.000 oder 3.000 Betten aufbauen in Ungarn, das ist nichts im Vergleich, was sie brauchen in Österreich oder Deutschland. Das ist keine Lösung. Es ist nur eine Alternative für die Leute, die das gut finden, zu kommen nach Ungarn. Das ist nur eine Alternative, es ist keine Lösung. Ungelöst ist auch die Frage des Geldes. Bisher muss Frau Wohler alles selbst zahlen. Erst wenn sie eine Pflegestufe hat, beteiligt sich die Deutsche Pflegekasse. Allerdings nur zum Teil. Was mich auch noch so aufregt, meine Schwiegertochter hat sie erkundigt, ne? Weil ich im Ausland lebe, kriege ich gar nicht den Satz, wo die in Deutschland kriegen. Jetzt frage ich mich, mit welcher, kann ich das erzählen? Ja, klar. Mit welcher Begründung? Ich habe doch nicht hier einbezahlt, ich habe jetzt mein ganzes Arbeitsleben habe ich ja in Deutschland und einbezahlt in die Pflegekasse und so. Ne? Alt werden ist nichts für Feiglinge. Und weder die Deutsche Pflegekasse noch das deutsche Rentensystem kann die Angst lindern. Wohl dem, der trotzdem genug Mut hat, es zu wagen. Und wenn Sie sich vorstellen, dass das jetzt hier Ihr letztes Zuhause sein wird? Es ist in Ordnung. Es ist durchaus in Ordnung, ja. Kann ich mir vorstellen. Es ist Zeit, sich zu kümmern. Um die Eltern und die Großeltern. Denn eins haben wir auf unserer Reise gelernt. Wer sich mit alten Menschen unterhält, erfährt viel über die Vergangenheit und noch mehr über die Zukunft. Und zwar die eigene.